Es kommen Manager zu mir, die sagen, wir haben hier gerade einen Künstler, wir haben hier 50.000 Euro. Was kannst du damit anstellen? Kai, so nennen wir ihn, hackt die Charts. Für 50.000 Euro gibt es eine goldene Schallplatte, behauptet er. Für wen hast du das gemacht? Für die größten 5 Top-Künstler in Deutschland. Auch wenn sie es nicht wissen, aber ihre Manager wissen es. Sein Business ist das Rap-Game. Wenn er Kohle bekommt, werden aus unbekannten Rappern Stars. Aus musikalischen Flops Hits. Ich kann aus dir einen Star machen. Es ist mega einfach, aus dem Nichts in die Charts zu kommen. Ob das klappt? Ich verdiene mit euch mein Para. Ich bin Error. Und das ist mein Song. Fokussiere die Linse, Racket Schalker. Ari Objektiv und will mir jetzt die Fahrbahn. Jetzt seid ihr jetzt, ich mach dann euch mein Para. Ich drehe nach Köln. Ich muss gestehen, ich habe noch nie so viel Deutschrap gehört wie in den letzten 2 Jahren. In den ganzen Charts sind Deutschrapper vertreten. Ich glaube, das gilt nicht nur für mich, sondern für viele andere auch. Und bei mir hat sich einer gemeldet, der meint, dass das Ganze alles Fake ist. Da würde jemand hinterstecken, der das bewusst manipuliert und steuert. Ich bin gespannt, ob vielleicht er derjenige ist, der das macht und was er mir zu sagen hat und wie das Ganze funktioniert, dieses ganze System. Diesen Typen will ich treffen. Wo? Spielt keine Rolle. Wenn die Bullen kommen, alles wird versteckt und gut. Hi. Ja. War doch richtig, oder? Wow. Das ist Kai. Er nennt sich selbst Social Media Experte. Ja, du hast mir ja gesagt, dass diese ganzen Künstler, die ganzen Newcomer-Künstler sozusagen, dass die Streams bei denen, also dass da ein Plan dahinter steckt, klar, dass da jemand hintersteckt, dass das... Der sitzt vor dir. Also du bist derjenige sozusagen, der hinter den Erfolg... Unter anderem, ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr eine Gruppe von Leuten, die das machen? Ich arbeite mit mehreren zusammen, ja. Also das heißt, es gibt ein Netzwerk von Leuten, die... Ich nehme die Aufträge an und verteile es dann weiter. Okay. Und wie viel Kohle kriegt man dafür, wenn du sowas machst? Unterschiedlich. Ist die Frage, was du haben willst. Wenn du zu mir kommst und sagst, du brauchst 10 Millionen Streams, dann nehme ich Anzahlung, dann rechne ich mir das aus. Ich rechne aus, wie lange kann ich den Song hören, wie oft kann ich ihn hören. Und dann mache ich mir einen Preis. Und dann machen wir einen Preis aus und dann alles ist gut. Kai behauptet, er kann die Charts manipulieren, wie er lustig ist. Wie genau? Wir konzentrieren uns hauptsächlich nur auf Streamingmarkt. Chartmanipulation, Streamingmarkt. Es ist mega einfach, aus dem Nichts in die Charts zu kommen. Ich kann aus dir einen Star machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist kein Problem. Aber was braucht man dafür? Also was brauchst du dafür, wenn du... Jemand, der zu mir kommt, braucht nur Geld. Dir würde ich das zeigen. Machst einen Song, am besten 2 Minuten. Wenn du 2 Minuten 15 hast, wäre auch gut. Wir müssen das halt genau auf den Tag ausrechnen. Das sage ich dir noch genau wie. Dann gebe ich dir einen Ablaufplan. Dann kommst du mit diesem Song hierher. Wir treffen uns wieder. Ich, bisschen Salz und Pfeffer gebe ich dazu. Dann gucken wir mal, was passiert. Was ein bisschen Salz und Pfeffer sind, werde ich in den nächsten Wochen herausfinden. Damit das funktionieren kann, geht's in das Tonstudio Verlorene Jungs in Bremen. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu Freunden. Die haben hier in Bremen ein Studio und ich hoffe, dass die Jungs aus mir einen Rapper machen können oder zumindest einen Song. Also das reicht ja schon aus. Eigentlich bin ich Kameramann und kein Rapper, aber meine Freunde wollen mir helfen. Was ich vorhabe, wissen sie nicht. Digga, ja, hey. Ich habe euch schon von hinten gehört, wie ihr rumgeschrien habt. Sie sind selbst Rapper und Produzenten und haben mit meinem Experiment und meinem Informanten nichts zu tun. Gar nichts. Ich hoffe, ihr könnt mir heute helfen. Ja, bestimmt. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon richtig Muffensausen, ehrlich gesagt. Ach, Mann. Das kriegen wir alle hin. Das muss in guten Händen, wir passen auf dich auf. Ja? Das wird easy. Das wird easy? Ja, das finde ich gewagt. Digga, das machen wir. Also in einer Stunde ist das Ding fertig, ja. Läuft geil. Erstmal einen Beat suchen. Den fand ich zum Beispiel sehr geil. Den hier, den. Den kann ich mir gut vorstellen, finde ich. Ja, der ist schon langsam. Also ich kann nichts Schnelles oder so. Das ist so. Da kann man sehr viel drauf machen. Auf jeden Fall. Also mein Künstlername ist übrigens Error. Error. Geil. Geiler Name. Das ist cool, auf jeden Fall. Mein neues Ego wird also bald ein Star. Ich bin ja noch skeptisch. Aber Kai sagt,
Er hat Erfahrung. Für wen hast du das gemacht? Für die größten 5 Top-Künstler in Deutschland. Okay. Das sind schon namhaft. Auch wenn sie es nicht wissen, aber ihre Manager wissen es. Okay. Dazu gehören Künstler wie... mehrere Leute, aber die können da nicht mal was für. Weil die Leute, die zu mir gekommen sind, die haben es im Verborgenen gemacht. Das sind andere Leute. Ja, vielleicht sollte man das auch auspiepen dann. Habe ich gemacht, weil ich das so ad hoc nicht belegen kann. Aber die Namen sind große Namen aus dem Rap-Business. Wie können wir das vorstellen? Wie funktioniert das? Du musst dir vorstellen, ich habe 150.000 deutsche Accounts oder 250.000 deutsche Accounts. Okay. Und die hören dann nonstop den Song, den ich haben möchte. Ich erstelle Playlisten. Ich erstelle mehrere Playlisten. Die folgen denen. Jede Playlist, die ich habe, ist mehrere tausend Follower groß. Das wird unterschiedlich gemacht. Okay. Damit es nicht auffällt, nimmst du auch Künstler. Wenn ich zum Beispiel einen Kleinkünstler habe, dann setze ich dafür, nehme ich als Beispiel einen Capital Bra oder irgendjemand, der ganz toll groß ist gerade, nehme ich den auch, setze in die Liste mit rein, stream seinen Song gleichzeitig mit. Somit ist 70% das, was ich mache, können die eigentlich sich bedanken, weil dadurch profitieren die eine große Marge. Also das heißt, selbst wenn ich das als Künstler gar nicht möchte... Ich mach's trotzdem. Das läuft automatisch mit, damit... Damit der Algorithmus von Spotify es nicht merkt. Gar nicht so einfach. Ein Text muss her. Fokussiere die Linse, Rekord Startler, Ari Objektiv und Filme jetzt die Fahrbahn. Jetzt läuft GZ, ich fahr dir dann beim Pada. Jetzt halt GEZ, ich verdiene mit euch mein Pada. Autotune an und ab jetzt bin ich Rapper. Mein erstes Mal. Wie gesagt, was ich mit dem Song vorhabe, wissen sie nicht. Ari Objektiv und Filme jetzt die Fahrbahn. Ihr seid GEZ, ich mach dein Großteil. Ja, hat ich sehen! Yeah! Yeah! Mach weiter! Ihr seid GEZ. Ja, ey! Fokussiere die Linse, Rekord startklar. Ari Objektiv und filme jetzt die Fahrbahn. Ihr zahlt GEZ, ich mach dank euch mein Para. Ich drehe nach Köln, 8K. Also wir sind jetzt durch. Es ist... 2:30, wie man sieht, wahrscheinlich fix und fertig. Ich will einfach nur noch ins Bett und freue mich, wenn ich das Endprodukt höre. Zurück bei Kai. Kai besorgt sich Spotify-Anmeldedaten von irgendwelchen Menschen. Woher genau, will er mir nicht sagen. Ist sein Rezept, Betriebsgeheimnis. Du kannst genau jetzt filmen. So holen wir unsere Accounts. Familienaccounts, Premium-Accounts sind grün, blau sind... Rot sind die, die gerade nicht mehr da sind oder wo wir keine Informationen zu kriegen. Das geht den ganzen Tag. Bis zu 500 Tabs kann er öffnen. Die Songs laufen jetzt in Dauerschleife. Automatisch. Was der Zuschauer jetzt ja nicht sieht, sind E-Mail-Adressen von Leuten. Richtig. So, aber wie geht das Ganze jetzt vonstatten? Also wie, was, das, die E-Mail-Adressen kopierst du jetzt irgendwo rein oder... Das müssen wir gleich auf jeden Fall rausmachen, weil da unten ist was aufgegangen. Ne? Das muss jetzt alles weg. Das darf nicht zu sehen sein. Ne? Du hast ganz schön viel Angst auch. Ne? Also ich sehe das hier, wir haben hier was abgeklebt und alles. Ja, weil das Problem ist ja, es ist nicht ganz legal. Das sind so Vorsichtsmaßnahmen. Ja, ich bin ein grundvorsichtiger Mensch, ne? Also ich passe schon auf, was ich mache, ne? So, warten wir noch eben. Du kannst jetzt ab hier filmen. So, ab jetzt wird die Anmeldeseite von Spotify geladen. Ach so, hier oben jetzt, ne? Das siehst du, Jürgen, oder? Die Fenster, die sich alle öffnen, wie so ein Virus. Ich würde zu Hause jetzt denken, ich habe ein Virus auf dem Rechner. Genau, aber letztendlich laufen gerade nur... Die E-Mail-Adressen sozusagen, die sich einloggen. Genau. Ich meine, das war jetzt ein Knopfdruck. Das war ein Knopfdruck, ja. Und so werden Abrufzahlen generiert. Je länger sein Programm läuft, desto höher sind sie. Manchmal Millionen. Wir können mal hier das Profil von Mero angucken, als Beispiel. Ich weiß nicht, ob da einem was auffällt. Ja, das ist schon sehr ähnlich. Also natürlich, die Singles sind natürlich nicht ähnlich, aber alles andere, ne? So die großen Dinger sind die Singles. Ballerlos kennt jeder, gar keine Frage. Dann Hobby, kennt auch jeder.
und Wolke 7 oder Wolke 10 oder wie das auch heißt, dann sind wir schon bei 35 Millionen. 7, 7, 5, 5, 5, um das ganze Album noch weiter durchzugucken, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Fällt dir was auf? Ja, die Längen auch der Songs, ne? Ja, ja, die werden gezielt so produziert. 2,34, 2,34. Ich würde dir das gerne zeigen, um den Song anzumachen. Wenn du einen Song machst, dann darf ja keine. Jede Sekunde ist kostbar. Das heißt, du klickst diesen Song an und er fängt sofort an. Früher, da hatte man das, diesen ausgelaufen, schön, und dann hatte man so einen Fade-Effekt. Das gibt es nicht mehr. Du klickst, der sofort an. Der fängt auf der Null an, weil jede Sekunde ist kostbar. Je kürzer der Song ist, desto häufiger kann er ihn im Loop streamen. Für jeden Klick gibt's von der Plattform Geld. Und je mehr Songabrufe, desto besser die Chartplatzierung. Denn die Streams zählen mit. 10 Streams pro Premium-Account. Und ist man erstmal in einer viel gehörten Playlist, dann kann es zum Selbstläufer werden. Nächster Step, Musikvideo. Es soll nicht länger als 2 Minuten werden. Ja, der Song ist endlich aufgenommen und wir müssen dazu jetzt noch ein Musikvideo drehen. Ich habe mir dazu Hilfe geholt. Bernd dreht für mich das Musikvideo. Und ich musste mir natürlich auch so Gangster-like eine Goldkette holen, eine Rolex besorgen. Gehört nicht mir, habe ich mir geliehen. Ja, ich freue mich richtig auf das Musikvideo und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Fokussiere die Linse, Record startklar. Ari Objektiv und filme jetzt die Fahrbahn. Jetzt halt GEZ, ich mach dank euch mein Pada. Ich dreh nach Köln, nach Köln, nach Köln. Fokussiere die Linse, Record startklar. Ari Objektiv und filme jetzt die Fahrbahn. Jetzt halt GEZ, ich mach dank euch mein Pada. Ich dreh nach Köln, nach Köln. Der Song ist fertig, das Video ist fertig. Ich habe einige Fotos und einen kurzen Trailer für ihn vorbereitet, für meine Social Media Experten. Das Einzige, was ich bisher sehen konnte, was er gemacht hat, das ist 5 Tage vor Veröffentlichung. Und er hat einen Insta-Account eingerichtet mit schon 73.000 Abonnenten und reichlich Likes auf 2 Fotos, die er gepostet hat. Das ist Wahnsinn. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und ja, in 5 Tagen ist die Veröffentlichung. Zittrige Hand. Vorher gibt Kai mir noch einen Hinweis. Ich soll den Account von Cero El Mero, einem bisher unbekannten Künstler, beobachten. Dieser Song würde schon bald auf magische Weise ebenfalls sehr erfolgreich sein. Ohne Sinn, ohne Sinn, ohne Sinn, ohne Sinn, oder kann es sein, dass ich wieder zu schnell war? 2 Minuten nach Veröffentlichung. Das Video hat komischerweise erst 89 Aufrufe, aber 3.299 Daumen hoch und 435 Kommentare. Also das Video ist jetzt 7 Minuten online und 31.000 Aufrufe, 12.715 Daumen hoch, in 7 Minuten, das ist ja Wahnsinn. Keine 24 Stunden später, auf Platz 1 der YouTube-Trends mit über 250.000 Klicks und der hat irgendwie jetzt schon 20.000 Abonnenten mehr, also... Krass, 20 Tage später hat das Video 5 Millionen Aufrufe und das für einen Newcomer. Er war es nicht, sagt er. Für eine Manipulation hat er keine Beweise, aber er sieht Anzeichen dafür. Auf YouTube-Videos generell bezogen, sagt er, wenn jemand extrem schnell extreme Abrufzahlen hat, 70 Millionen oder höher, nicht mal Ariana Grande schafft das, spätestens dann sollte man doch skeptisch werden. Wie viele Einwohner haben wir in Deutschland? 86 Millionen? 82? Wie viel haben wir? Keine Ahnung. Wir gehen so an die 90 Millionen. Wie sollen denn in 14 Tagen 80% der Deutschen diesen Song hören? Ja, das habe ich mir halt auch schon. Also da mit meinen deutschen Menschen, die ich erstellt habe. Anders ist es nicht möglich. Nächster Step für die Rapper-Legende. Mein neuer Insta-Account mit 80.000 Followern. Ab jetzt mache ich Promo und das, was Kai mir sagt. Er will mich jetzt eine Woche bei YouTube und Spotify pushen. Funktioniert das Ganze? Werde ich entdeckt? Komme ich wirklich in die Charts? Am 10. Mai ist Release Day. Also es ist jetzt 2.30 Uhr. Das Video ist seit 2,5 Stunden online. Ich war noch auf Dreharbeiten. Mein Social Media Experte hat mir gesagt, dass es auf allen Plattformen online ist und er fleißig zugange ist. Ich habe geguckt, bei YouTube habe ich jetzt so ungefähr 1500 Streams. Ich hatte keine Abonnenten, nichts. Spotify kann man noch nicht einsehen. Ich glaube, bei YouTube wird es auch teilweise ein bisschen schwierig. Sido und Shindy haben zeitgleich released, also auch heute Nacht um 0 Uhr. Und
ich bin gespannt, wie es morgen aussieht. Eine Nacht schlafen und dann mal sehen, was passiert. Und dann geht's ab. Das Einzige, was nicht so richtig funktioniert hat, war YouTube. Und er glaubt, dass wir gestrikt worden sind, dass das Video gestrikt wurde. Ich weiß es nicht, er hat mir jetzt nochmal versichert, dass das die nächsten Tage anders aussehen wird und ja, dass er über 200.000 hinbekommt. Ich bin gespannt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber das scheint so zu sein, dass YouTube da doch gut aufpasst. Dass es nicht so einfach ist, wie man denkt. Putin abgedreht, Udo Jürgens, Boris Becker und Dritt nach Saint-Tropez, Rollen GLC. Ein paar Tage später sieht das Ganze schon besser aus. 95% der Aufrufe kommen über Reddit, die meisten aus Deutschland und Indien. Aufmerksamkeit habe ich. Mein Insta-Kanal und meine Stories sehen sich jetzt auch Künstlermanager von großen Labels an. Mich schreibt gerade auch eine Werbefirma an. Da macht mir einer ein Angebot, um meinen Kanal weiter zu pushen. 1 Million Streams, echte deutsche User bei YouTube für 12.000 Euro. Das Ganze soll über PayPal laufen. Nee, danke. Auch so knacke ich dank Kai die 100.000 Abrufe bei Spotify. Nicht schlecht, oder? Würde ich Geld auf den Tisch legen, würde er weitermachen. Nicht alleine, sondern im Team. Ich kann mir also nur zu gut vorstellen, was er alles mit 50.000 Euro erreichen kann. Auf allen Audio-Streaming-Plattformen habe ich bisher 220 Euro verdient. Bei Spotify allein sind es 200. 0,0038 Dollar pro Aufruf. Wer investiert, kann so richtig Geld verdienen. Kai spricht sogar von Geldwäsche. Es ist ja klar, dass irgendwelche Drogenclans zu so Leuten wie mir kommen und sagen, ich habe hier 50.000 Euro, können wir sauber waschen. Schwarzgeld, ja. Schwarzgeld, legen das auf meinen Tisch, meine Firma, meine Mitarbeiter, die transferieren das, machen alles fertig und die bekommen am Ende des Monats von ihrem Label oder wo sie es released haben, sauber Geld. Beweise liefern will er mir nicht, weil sonst klar wäre, wer er ist. Geschäftsgefährdend. Kannst du ein Einkommen für dich betiteln? Also kannst du sagen, wie viel Geld du im Monat damit machst? Im Monat? Ja. Bis zu 100.000, wenn ich will. Wow. Lukratives Geschäft. Definitiv. Aber ich darf eins nicht vergessen, man darf eins nicht vergessen. Ich habe ja noch ein Team um mich herum, was auch bezahlt werden muss. Als Beweis zeigt er mir Screenshots mit Überweisung in tausender Höhe. Und dann frage ich ihn, was jemand verdient, der 69 Millionen Abrufe bei Spotify hat. Wir reden hier über eine Plattform, exemplarisch Spotify, weil sie die Zahlen veröffentlichen. Dabei gibt es ganz viele. Deezer, Tidal, Napster, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music. Aber könntest du mir jetzt sagen, was Mero mit Ballerlos verdient hat? Ja, klar. Also nur auf Spotify? Nur auf Spotify. US-Dollar. Dollar. Ja. Mit einem Song. Mit einem Song. Wir reden hier nur von Spotify. Das ist auch, ich meine, das klingt ja alles sehr verlockend auch. Also auch. Warum ich ausgerechnet nach Mero frage, mir fällt während der Recherche etwas auf. Vor allem Künstler vom Label Groove Attack Tracks und deren Vertrieb Groove Attack sind besonders schnell, besonders erfolgreich und haben besonders viele Nummer 1 Hits in den Charts. Ich frage, wie erklären sich die hohen Abrufzahlen? Lassen sich die Charts manipulieren? Ich frage bei der Gesellschaft für Konsumforschung nach, die ermitteln die Charts. Und bei Spotify und YouTube frage ich, ob die Manipulationen bekannt sind. Ich habe das Label Groove Attack Tracks angeschrieben und sie gefragt, warum ausgerechnet ihre Künstler und warum ausgerechnet die Hip-Hop-Künstler so hohe Aufrufzahlen haben. Ihre Antwort? Sehr gutes A&Ring und gute Promotion, Künstleraufbau. Die Künstler wurden bereits 1,5 Jahre über Social-Media-Kanäle explizit Instagram aufgebaut. Die neue Generation produziert Musik, die mit dem herkömmlichen Rap wenig gemein hat. Es sind eher Pop-Songs, welche ein Massenpublikum erreichen und daher auch viel erfolgreicher sind. Mit Einzelpersonen oder Unternehmen, die professionell Abrufzahlen für unterschiedliche Streaming-Plattformen generieren, hätten sie noch nicht zusammengearbeitet. Auch YouTube und Spotify habe ich gefragt. Auf meine E-Mail gab es keine Reaktion. Die GfK, die für die Ermittlung der Chartplatzierung zuständig ist, habe ich auch gefragt, ob so ein Vorgehen schon einmal bei Ihnen gemeldet wurde. Sie schreiben, es gab in der Vergangenheit bereits Hinweise auf solch eine Art von Manipulation. Bestätigt sich der Verdacht, werden die jeweiligen Titel, Künstler unverzüglich aus den Charts entfernt bzw. gar nicht erst zugelassen, wie in der Vergangenheit bereits in Einzelfällen geschehen.
Wer wie ich kein Kai als Social Media Berater zur Hand hat, kann auf Webseiten wie streamko.com das volle Programm kaufen. 1 Million Plays bei Spotify kosten hier 6.000 Euro. Damit das Ganze nicht auffällt, kann man das Land bestimmen, woher die Hörer kommen sollen. Übliche Praxis im Rap-Business bestätigt mir auch ein namhafter Rapper, den ich für meine Recherche getroffen habe, aber der mit meinem Film nichts zu tun haben will. Eine Frage lässt mich die ganze Zeit nicht los. Warum zur Hölle hat Kai mir das Ganze erzählt? Man hätte mich einfach korrekt bezahlen sollen, so wie am Anfang auch abgemacht. Aber dass sich das dann so entwickelt, dass gewisse Leute sich an meine Freundin ranmachen und sie mir dann auch noch ausspannen, das ging dann doch zu weit. Aus diesem Grund habe ich mit dir gesprochen. Ich hoffe, dass es für andere eine Lehre ist. Es geht mir gar nicht ums Geld, es geht mir nur ums Prinzip. Aber ich verstehe nicht, dass es möglich ist, also oder zumindest, dass die es möglich machen, die Portale, dass du das machen kannst. Also, dass es keinen Sicherheitsmechanismus gibt. Gibt es nicht. Und das ist halt, was mich gerade so ein bisschen schockiert, ne? Ich meine, klar, wahrscheinlich ist meine E-Mail-Adresse oder mein Spotify-Account da auch mit drin. Habe ich auch, ja. Du machst mir ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ist schon sehr beängstigend. Wir leben ja alle in so einem sauberen, so einem Superstaat. Die Welt ist ja so sicher. Wir haben alle selber Schuld. Weil ich mitmache, oder? Weil wir alle ein Teil eines dummen Systems sind. Geil, mal nochmal. Ja? Mal nochmal. Warte, drück mal nochmal drauf. Achte bitte auf die Betonung. Ari-Objektiv und Filme, jetzt die Fahrbahn. Ari-Objektiv und Filme, jetzt ich frage Fahrbahn. Mich, ist etwa der dumm, der sich die Klicks nicht kauft? Ist es das normale Business im Rap-Game, an dem alle profitieren? Labels, Künstler, Streaming-Plattformen, Manager, Tourneeveranstalter, Produzenten und wenn ich will, auch ich? Ich will mit meinem Song natürlich kein Geld verdienen. Deshalb werde ich den Song jetzt bei den Streaming-Plattformen runternehmen. Kriegs generieren, kein Ding für mich hier, kein Problem. Lass sie jetzt im Regen stehen, moin Kollektiv, mein Team. Mache sie jetzt alle süchtig wie eine Nase voll mit Schnee. Ich dreh nach K, fokussiere die Linse, Racket stark klar. Ari Objektiv und filme jetzt die Fahrbahn. Jetzt halt GZ, ich mach dann euch mein Pada. Ich dreh nach K. Lass uns erstmal hier fleißig diskutieren, schreibt Kommentare und votet für Hubi, weil sein Format Einigkeit, Rap und Freiheit ist für Grimme Online nominiert. Ne? Und ich will keine Klicks kaufen, ich brauche ehrliche Votes, ich brauche euren Support. Also fleißig tippen.